Iron-Man mal freizügige, sexy Kampfroboter, schnelles Actiongeballer in fliegenden Kampfanzügen und dazu noch schlüpfrige Höschenblitzer? Wartet da etwa wieder das nächste 0815 Japano-Action-Rollenspiel auf uns? Falsch! Es ist viel mehr als das. Nier Automata hat uns sogar richtig aus den Socken gehauen. Doch eins nach dem anderen. Nier Automata ist der Nachfolger des 2010 erschienenen Nier. Das ist wiederum ein Spin-off der Drakengard-Serie. Alle Neulinge können aber beruhigt sein. Vorwissen muss man für Nier Automata nicht mitbringen. Es erzählt eine völlig neue Geschichte. Nach einer verheerenden Alien-Invasion musste sich die verbliebene Menschheit auf den Mond zurückziehen. Von dort aus schicken die Menschen Androiden auf die Erde, die die Heimat von außerirdischen Maschinen bereinigen sollen. Ihr spielt dabei die Gothic-Lolita, Kampfeinheit 2B, die von dem Aufklärungsandroiden 9S begleitet wird. Auf ihrer Mission bemerken sie aber, dass sich die vermeintlich primitiven Maschinen seltsam verhalten. Ein Großteil von ihnen imitiert menschliches Verhalten, was nicht nur 2B und 9S merkwürdig vorkommt. Hallo, sind Sie Liebesdienerin 3000? Ja, das bin ich. Ich bin programmiert auf Liebe. Lass uns Spaß haben. Ja. So, ich habe bezahlt. Jetzt zeig mir deinen Port. Ja, ich bin schon ganz ölig. Oh nein. Du hast gesagt, dein Viruscheck war sauber. Au. Nier Automatas größte Stärke liegt in der einzigartigen Erzählweise. Die Geschichte scheint zunächst nichts Besonderes zu sein, entfaltet sich aber vor allem nach dem zweiten und dritten Durchspielen zu einem wahren Meisterwerk. It was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Ich weiß. Nach dem ersten Ende legst du normalerweise den Controller zur Seite. Aber ganz ehrlich, nee Mann, mach das nicht. Denn erst danach offenbart sich die sehr emotionale und tiefgründige Geschichte der Androiden völlig. Ja, sie wechselt sogar die Perspektive. Überraschende Wendungen lauern hinter jeder Ecke. Und auch spielerisch habt ihr bis dahin noch nicht alles gesehen. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Lasst euch nur sagen, je mehr ihr euch auf das Spiel einlasst, umso mehr gibt es auch zurück. Und geizt nicht mit magischen Momenten. Come on, let's go home. Nias Kampfsystem ist eine äußerst stylische und runde Angelegenheit. Das liegt daran, dass die Jungs und Mädels von Platinum Games dahinter stecken. Dass die genau wissen, was sie machen, haben sie unter anderem mit Vanquish oder Bayonetta bewiesen. 2B kann bis zu zwei leichte und schwere Waffen tragen, die sich frei im Kampf kombinieren lassen. Dann wäre da noch ein kleiner fliegender Begleiter, der eure Gegner nicht nur mit Dauerfeuer, sondern auch Spezialangriffen wie Laserstrahlen oder Hammerschlägen beschäftigt. Ein gut getimtes Ausweichmanöver gibt euch zudem die Möglichkeit, einen Konter auszuführen, der nur so vor Style strotzt. Meistert ihr all diese Disziplinen, werden die Kämpfe schnell zu einer echten Augenweide. Segnet ihr dann trotz wieselhafter Reflexe doch mal das Zeitliche, kommen die besonderen Sterbemechaniken zutage. An der Stelle eures Todes lasst ihr euren Schrottkörper zurück. Diesen könnt ihr wieder auflesen, um eure Erfahrung zurückzuholen, kennt man ja aus Dark Souls. Das ist aber nicht alles. Auch eure ausgerüsteten Chips befinden sich noch in eurem Restmüll. Schafft ihr es nicht, diesen wieder einzusammeln, sind sie futsch. Alternativ könnt ihr aber auch euren schrottigen Leichnam wiederbeleben und für euch kämpfen lassen, was wir so noch nicht gesehen haben. Eine Wiederverwertungsmethode, die sicherlich auch außerhalb von Kämpfen praktisch wäre. Nier Automata einfach nur als Action-RPG zu bezeichnen, wird dem Spiel nicht gerecht. Hier verschwimmen die Genregrenzen so fließend wie in kaum einem anderen Spiel. Habt ihr euch gerade noch in der Third-Person-Perspektive durch massig Gegner geschnetzelt, wechselt die Kamera plötzlich in eine seitliche Perspektive und ihr spielt einen Sidescroller. Oder ihr springt in euren Fluganzug und befindet euch inmitten eines Top-Down-Shooters. Kurz mal nicht aufgepasst und ihr seid in einem Text-Adventure. Auch auf Gameplay-Ebene spielt Automata so mit euren Erwartungen und überrascht stets aufs Neue. Natürlich gehören zu einem Spiel wie Nier auch fette Bosskämpfe. Wenn ihr schon immer mal gegen riesige Transformers mit massiven Schaufelhänden kämpfen wolltet, werdet ihr in Nier Automata definitiv zufriedengestellt. Die Bosse sind wohl dosiert,
und werden euch nicht zuletzt aufgrund ihres Designs und der imposanten Inszenierung im Gedächtnis bleiben. Those look like corpses. Ihr stärkt euren Charakter nicht nur mit Levelaufstiegen, sondern auch mit Computerchips. Diese nehmen je nach Wirkung mehr oder weniger Speicherplatz ein. Da der Platz begrenzt ist, müsst ihr genau überlegen, welche Art von Kampfmaschine 2B sein soll. Ihr könnt sogar die Chips entfernen, die euch eine Karte oder euren Lebensbalken anzeigen, um so mehr Platz zu schaffen. Natürlich darf da auch der Chip für das Betriebssystem nicht fehlen. Entfernt ihr diesen, stirbt eure Androidendame auf der Stelle. Genau diese Details sind es, die Nier Automata immer wieder zu etwas Besonderem machen. This thing's weird, 2B. Let's kill it. Good idea. Ein absoluter Pluspunkt von Nier ist der grandiose Soundtrack, welcher oft stark an Anime-Meisterwerke wie Akira oder Ghost in the Shell erinnert. Nicht selten sind wir einfach stehen geblieben und haben den mystischen Klängen gelauscht. Zusammen mit den eleganten Kämpfen kann es schon mal vorkommen, dass ihr so in einen tranceartigen Flow geratet. Schade, dass da die Grafik nicht mithält. Die Texturen sind teils so matschig, dass ihr auch denken könntet, ihr habt ein mittelmäßiges PS3-Spiel vor euch. Von den schon fast frech faulen Charaktermodellen sämtlicher NPCs brauchen wir auch gar nicht reden. Und was ist eigentlich mit dem Hals von diesem Typen los? Die monotone Farbgestaltung spielt der Optik auch nicht gerade in die Karten. Auch wenn ihr euch in einem zerstörten, dystopischen Zukunftssetting bewegt, ist die offene Spielwelt doch ein Tick zu trist und leblos. Aber immerhin schlendern hier zahlreiche Wildschweine und Elche durch die demolierte Stadt. Auch wenn wir nicht verstehen, warum ausgerechnet diese beiden Tierarten den Weltuntergang überlebt haben, waren wir doch froh, dass sie da sind. Ihr könnt sie nicht nur erlegen und so Tierfelle sammeln, sondern ihr könnt sie auch reiten. Ja, genau! Und die sind flott und können sogar richtig driften. Ja, toll. Ja, juhu, juhu, ja. Toll. Ja, ja. Go, Ashy, go! Wem noch nicht aufgefallen ist, dass ihr hier ein durch und durch japanisches Werk vor euch habt, der hat wohl hartnäckig 2Bs freizügiges Outfit ignoriert. Auch wenn ihr es noch so versucht, euch gegen die tiefen Einblicke zu wehren, zwingt euch die Kamera regelrecht dazu, auf die Schlüpferblitzer zu stieren. Das mag zwar dem ein oder anderen Lüstling da draußen gefallen, aber etwas mehr Kampf statt Sexroboter hätte auch nicht geschadet. Oh ja, Baby. Ihr merkt schon, Nier Automata ist kein perfektes Spiel. Und das unnötige Fehlen einer Autosave-Funktion hat das ein oder andere Mal zu einer Frustsituation geführt, wenn wir doch mal vergessen haben, manuell zu speichern und dann ausgerechnet beim Boss das Spiel hängen bleibt. Och nö! Aber ganz ehrlich, die vorhandenen Schwächen sind mehr als verkraftbar, wenn man im Ausgleich dafür eine so clever und kreativ erzählte Geschichte mit einem butterweichen Gameplay um die Ohren gepfeffert bekommt. Wenn euch ein Spiel nach dem Durchspielen so aus der Fassung bringt, dass ihr auch Tage danach noch sprachlos seid, hat es in unseren Augen alles richtig gemacht. Ja, ohne große Vorkenntnis oder Erwartungen hat uns Nier Automata echt aus den Socken gehauen.